Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Ludia beschenkt uns Weihnachten mit einem legendären und einzigartigen Saurier. Welche Saurier die Woche an den Event-Stops auf euch warten und welche Strike-Events die Woche auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Bei diesem Video handelt es sich hier um ein Video aus meinem Adventskalender-Format, wo ihr jeden Tag einen Game Key gewinnen könnt, darunter auch Rocket League oder Lego Jurassic World. Und als Hauptpreis verlose ich unter allen Videos im Dezember Jurassic World Evolution Vollpreistitel. Und ja, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr zum Spiel keine Infos mehr verpasst, unter dem Video einen netten Kommentar posten, der zum Video passt, und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr dabei und könnt eben jeden Tag einen Game Key gewinnen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch erstmal frohe Weihnachten natürlich heute Heiligabend. Hier aber fangen wir direkt an. Weihnachtliche, wöchentliche Kreaturen am Start. Und ihr seht schon, direkt Montag und Dienstag legendärer und einzigartiger Saurier am Start. Mittwoch dann die gewöhnlichen, Donnerstag, Freitag die seltenen, Samstag und Sonntag die epischen. Ihr seht es auch, Dezember der 24. geht's los, sprich heute 16 Uhr bis zum 31., sprich Silvester um 15 Uhr. Dann ist die Eventwoche vorbei. Das Thema ist Xmas, also die süßen Tiere, die gewählt wurden zu Weihnachten. Und so wird das Ganze auch gepostet. Ja, wir haben ja gewählt, von wegen süßeste Tiere. Geleakt wurden zunächst erstmal die gewöhnlichen, die seltenen und die epischen. Und letzte Woche hatte ich dann auch die legendären und die einzigartigen schon euch gezeigt. Und jetzt gehen wir natürlich darauf ein, wen ihr so fangen solltet. Und hier sehen wir erstmal den legendären. Das ist der Paramaloch. Der taucht, wie gesagt, heute von 16 Uhr bis morgen 15 Uhr auf. Spawn Cooldown seit 12 Stunden, interessiert aber nicht, denn man hat eh nur einen Versuch und ich drücke euch die Daumen, dass ihr da möglichst viel DNA sammeln könnt. Morgen 16 Uhr bis Mittwoch 16 Uhr ist dann der einzigartige Tourer Moloch da. Ebenfalls eine Spawn Cooldown Zeit von 12 Stunden und einen Versuch. Ich weiß nicht, wie viel DNA ich so sammeln kann. Ich ziele mal so auf 80. Da wäre ich schon froh drüber, wenn ich 80 erreiche. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr mehr DNA schafft. Ich bin da nicht so der Pro drin, aber 80 wäre ich persönlich selbst zufrieden. Mittwoch dann zwei verschiedene gewöhnliche, Apatosaurus und Stegosaurus. Spawn-Cooldown-Zeit, wie immer bei den gewöhnlichen, eine Stunde. Gesamtversuche, weil es zwei Saurier sind, 24. Da kann ich euch den Tipp geben, geht momentan auf den Stegosaurus. Stegosaurus hat relativ viele Hybride. Er hat den Stegoceratops, er hat Stegoteus und indirekt natürlich auch den Monostegotops. Apatosaurus, ja, hat Notopato, welcher auch drei Hybride hat, aber Apatosaurus taucht momentan global auf, tagsüber. Und der Stegosaurus ist nur Park-Spawn tagsüber. Und Parks sind ja rar besät auf der Karte, beziehungsweise in der Map implementiert. Von daher gebe ich euch hier die Empfehlung, geht auf Stegosaurus, dann habt ihr da ordentlich DNA als Puffer schon mal und könnt dann ein paar Fusionen starten. Donnerstag und Freitag, sprich Donnerstag 16 Uhr bis Samstag 15 Uhr dann. Die seltenen, drei verschiedene Charlie, Delta und Dracorix. Insgesamt damit 18 Versuche und eine Spawn-Cooldown-Zeit, wie immer bei den seltenen, von 3 Stunden. Ja, Charlie, Delta sind Zonen-Spawns dabei nachts. Dracorix ist Zone 2 Spawn tagsüber oder ich glaube sogar tags und nachts, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber Charlie, Delta haben momentan noch keinen Hybriden, deswegen würde ich persönlich auf den Dracorix gehen. Wer sich aber jetzt sagt, ich habe von Charlie und Delta noch nicht viel DNA, ich nehme dafür die Versuche. Sollte okay sein, man weiß nie, ob die irgendwann nicht doch einen Hybriden bekommen. Aber Dracorix mit dem einzigartigen Uterinex auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Deswegen erstlinig oder in erster Linie kann ich euch den Dracorix empfehlen. Werde selbst auch auf den Dracorix komplett gehen. Kommen wir noch zu dem epischen Wochenende, was ein bisschen, ja, abschmäht gegenüber dem legendären und dem einzigartigen heute. Aber die Saurier sind trotzdem nice. Von Samstag 16 Uhr bis nächste Woche Silvester 15 Uhr am Montag sind dann drei verschiedene epische an den Stops. Das ist Blue, Sinoceratops und Brachiosaurus. Also genau die, die auch in dem Wintergeruch drin sind. Gesamtversuche 9, Spawn-Cooldown-Zeit 6 Stunden. Ja, Blue und Brachiosaurus haben beide noch keinen Hybriden, wohingegen Sinoceratops, Allosinosaurus und Utahsinoraptor hat, welche wiederum noch einen einzigartigen Hybriden haben. Deswegen hier ganz klar die Empfehlung, geht auf den Sinoceratops. Ist ein Zellenspawn, taucht nur in einer gewissen Zelle auf. Von daher kann man hier nichts falsch machen, wenn man darauf geht. Wenn man sich jetzt aber, wie gesagt, auch bei den beiden Raptoren, wenn man sich sagt, die beiden haben zwar noch keinen Hybrid bekommen, aber vielleicht irgendwann einen. Ich gehe dafür auf Blue, ich habe Sinoceratops genug, ich wohne in der Zone.
Kann man da durchaus auch drauf gehen, aber in erster Linie empfehle ich hier Sinoceratops auch gerade für niedrigere Spieler. Denn wenn man früh einen Alosino oder einen Utasino freischalten kann, dann hat man sehr, sehr gute Vorteile in der Arena. So viel soll es gewesen sein zu den wöchentlichen Sauriern. Ich hoffe, ja, sind ein paar für euch dabei. Ich finde die Woche sehr, sehr nice, gerade mit dem Legendären und dem Einzigartigen. Aber ich denke, die drei anderen Tage oder die drei anderen Kategorien, die restlichen Tage, sind auch nicht schlecht. Und kommen wir noch zu den Strike-Events. Strike-Events hier, seht ihr sie eingeblendet. Thema ist Weihnachten. Es sind komplett die Woche über Weihnachts-Strike-Events da. Ihr seht einstufige, dreistufige, fünfstufige und ein siebenstufiges Weihnachts-Event. Und ihr seht noch am Dienstag und Donnerstag ein Boss-Strike-Event. Das heißt, diese Woche könnt ihr wieder drei epische Brutkästen bekommen. Das eine beginnt am Dienstag 16 Uhr, das andere am Donnerstag 16 Uhr. Die beiden gehen jeweils dann genau 47 Stunden, sprich bis zum Folgetag um 15 Uhr. Und am Freitag beginnt dann das siebenstufige epische Strike-Event mit den Wintersauriern drin. Das heißt, da kann dann auch wieder Sinoceratops und so weiter drin sein, also die gerade in dieser Woche kommen. Und das geht dann bis Montag 15 Uhr. Ihr seht dazu noch insgesamt vier Kapsel-Events oder Kapselangriffe: einmal mit dem Wintergeruch, dreimal das mit den normalen Gerüchen. Und ja, zu den Strike-Events. Ich weiß schon, welche das sind. Dazu werde ich morgen auch ein Video machen, kurz zum Wissen. Morgen sind die beiden Stegimoloch da, dann T-Rex Level 30, also die Stegimoloch auf 30. Und bei dem siebenstufigen sind halt eine diverse Anzahl von den Wintersauriern, die gewählt wurden, dabei. So viel erstmal dazu. Ich werde natürlich auch zu den Strike-Events Guides machen. Ich weiß nicht, ob ich da euch Live-Gameplay zu zeigen kann bei dem morgigen, weil morgen Weihnachten, ich glaube nicht, dass ich da um 16 Uhr Zeit habe und das dann direkt um 17 Uhr hochzuladen. Aber ich werde euch morgen früh auf jeden Fall einen Guide bereitstellen, wie ich denke, wie ich da rangehen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal eine Bewertung da und es würde mich freuen, wenn ihr kostenloses Abo da lasst, dass wir dieses Jahr noch ein, zwei Abos dazu bekommen. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest und macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.